Wir sind ready to go. Ich lese mal kurz vor, was ihr geschrieben habt. Hey Franzi, schön, dass du da bist. Christiane ist auch da. Hallo, hallo. Schön, dass ihr euch alle Zeit genommen habt, heute live dabei zu sein. Also Sigi sagt, hallo aus Sonthofen. Ich bekomme immer wieder Fragen bezüglich der Wechseljahre, Hitzeballungen und so. Cool, sprechen wir an. Dunja sagt, Schifferstadt Rheinland-Pfalz. Hallo in die Runde. Hallo. Anja sagt, hallo vom südöstlichen Stadtrand von Hamburg. Sehr schön. Katha sagt, ich komme aus Hohenhorn in der Nähe von Hamburg. Amy sagt, Sonthofen im Allgäu. Und sie sagt, sie freut sich sehr auf das Frauenthema. Und Antonia sagt, aus Sonthofen. Ich freue mich auch. Cool, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Wir fangen an. Ich glaube, alle kennen das. Aber unten auf dem Screen habt ihr ein kleines Mikrofonzeichen. Da könnt ihr euch entweder auf Mute oder Unmute stellen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr gerne euch einfach auf Laut stellen und in die Runde hereinfragen. Oder in die Chatbox und ich gucke immer ab und zu mal auch in die Chatbox. Und dann am Anfang werden wir auch ein bisschen Raum lassen für Fragen. Ich habe viel vorbereitet, also eure Gehirnzellen, ja, müssen jetzt ein bisschen mithalten. Ich werde am Anfang so ein bisschen Theorie durchnehmen und dann werden wir so ganz spezifisch auf verschiedene Öle eingehen. So, ich teile mal meinen Screen mit euch. Ich lerne selber auch immer wieder was Neues, wenn ich so eine Präsentation vorbereite. So. Also. So, können das alle sehen? Ja, super. Thema heute, wie gesagt, Poweröle für Frauen. Frau sein heißt vieles, viele tolle Dinge, aber auch oft viele Unannehmlichkeiten. Viele Dinge, mit denen wir irgendwie zurechtkommen müssen und wo wir eventuell Probleme im Alltag verspüren. Und deshalb sind die Öle so speziell für uns ganz wichtig als Unterstützung. Hier ein paar Frauenthemen, die die meisten irgendwann mal beschäftigen: Hormone, Regelbeschwerden, Stimmungsschwankungen, Gewichtsprobleme und die Wechseljahre. Und all diese Dinge hängen mit diesem ersten Punkt zusammen: unsere Hormone. Unsere Hormone sind so unglaublich zentral, wenn es um unser Wohlbefinden geht, und sie steuern so viele Prozesse in unserem Körper. Der Grund, warum wir überhaupt Frau sind, ist wegen den Hormonen. Ja, der Grund, warum wir irgendwann Brüste entwickelt haben und Schambehaarung, ist wegen unseren Hormonen. Der Grund, warum wir überhaupt irgendwann schwanger werden können, Babys bekommen können oder warum wir irgendwann die Wechseljahre haben, ist wegen unseren Hormonen. Das heißt, das ist ganz, ganz, ganz zentral zu unserem Wohlbefinden. Und oft ist das Thema Hormone so ein bisschen wie so ein Puzzle. Deshalb habe ich dieses Bild gewählt, weil da ganz viele Dinge mit dranhängen und viele Teile davon können wir in unserem Alltag in die Hand nehmen und angehen. Und bei anderen Teilen brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Hilfe und Unterstützung von außen. Wir fangen jetzt mal hier an mit einer Übersicht über das Hormonsystem und über bestimmte Hormone, die ihr mit Sicherheit schon mal zumindest gehört habt. Das erinnert jetzt vielleicht so ein bisschen an den Biologieunterricht aus der Oberstufe. Da hat man mal so über Hormone gesprochen. Ja, das ist das Hormonsystem unseres weiblichen Körpers. Man sieht hier auf der rechten Seite auf dem Bildschirm eine Abbildung von einem Körper und man sieht bestimmte Teile des Hormonsystems abgebildet. Man sieht Teile des Gehirns, die Zirbeldrüse, die Hirnanhangsdrüse. Dann sehen wir die Schilddrüse und die Nebenschilddrüse. Dann sehen wir die Nebennieren. Dann sehen wir die Bauchspeicheldrüse und die Eierstöcke. Und man sieht also, dass dieses Hormonsystem ganz viele verschiedene Teile von unserem Körper involviert. Und hier auf der Seite gegenüber seht ihr verschiedene Hormone. Und Hormone an sich sind Botenstoffe. Das ist wie, als ob jemand hingeht und dir sagt, hey, jetzt mach mal das. Und genau das Gleiche machen Hormone auch. Zum Beispiel Serotonin, Dopamin und Noradrenalin, so sagt man es, regulieren unsere Stimmung. Adrenalin hat damit zu tun, zusätzliche Kräfte zu mobilisieren. Und wir kennen das alle, wenn wir uns gerade ängstigen, dann wird uns heiß, wir fangen an zu schwitzen
Und unsere Muskeln spannen sich an. Das hat mit dem Adrenalin zu tun. Dann Östrogen und Testosteron sind die Sexualhormone und die steuern unser Triebverhalten, unsere Fortpflanzung, aber auch bei Frauen den ganzen Zyklus. Ja? Östrogen ist ganz zentral und hat dann auch ganz viel damit zu tun mit den Wechseljahren, wenn der Östrogenspiegel absinkt. Denn die Schilddrüsenhormone, die steuern unseren Energiehaushalt, unseren Stoffwechsel und unseren Kreislauf. Das ist so ein Riesenthema und mittlerweile haben leider ganz, ganz, ganz viele Frauen Schilddrüsenprobleme. Entweder Hyper, also Hyper, also zu viel oder Hypo, zu wenig Schilddrüsenhormon. Und das hat dann entweder den Effekt, dass wir das Gefühl haben, wir sind die ganze Zeit getrieben, wir haben zu viel Energie oder wir haben das Gefühl, wir haben überhaupt keine Energie. Und das Gleiche mit dem Stoffwechsel. Entweder ist der Stoffwechsel viel zu schnell und wir verbrennen die ganze Zeit, oder der Stoffwechsel ist zu langsam und wir haben das Gefühl, wir nehmen schon zu, wenn wir ein Croissant nur aus dem Augenwinkel anschauen. Und das Gleiche gilt für den Kreislauf, ja. Bei mir war es eine Zeit lang so, dass ich fast jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, wurde mir schwindelig. Und das hatte ganz viel mit meiner Schilddrüse zu tun. Dann das Oxytocin, das ist das Kuschel- und Bindungshormon. Ich weiß, wir haben hier ein paar Mamas auf dem Call. Ja, direkt nachdem wir ein Baby auf die Welt bringen, ist der Oxytocin-Spiegel so hoch wie nie in unserem Leben. Ja, es ist der höchste Punkt. Und das, ich habe ein bisschen Hintergrundgeräusch, guckt mal alle, ob ihr auf Mute seid. Und das trägt natürlich zu dieser Bindung bei. Und das, was Ähnliches passiert, nicht in dem gleichen Rahmen, aber was Ähnliches passiert jedes Mal, wenn wir Sex haben, jedes Mal, wenn wir einen Orgasmus haben, dann wird Oxytocin ausgeschüttet, dass wir quasi uns an unseren Partner binden. Ja, also auch ein ganz zentrales Hormon. Dann ein Somatropin, das ist ein weniger bekanntes Hormon, das ist das Wachstumshormon. Das heißt, das haben Kinder in ihrem Körper und das trägt dazu bei, dass sie wachsen. Das steuert dieses Wachstum. Hat aber dann, wenn man älter ist, ganz viel mit der Fettverteilung zu tun. Also wenn das Thema Gewicht bei euch ein Problem ist, dann könnte dieses Hormon eine Rolle spielen. Und der einfachste Weg, dieses Hormon ins Gleichgewicht zu bringen, ist über den Schlaf. Länger und besser und tiefer schlafen. Und dann das letzte Hormon, was ich anspreche, ist das Insulin. Und das Insulin kennen die meisten von uns von dem Thema Diabetes. Ja, man hört das so ab und zu, dass sich jemand Insulin spritzen muss. Das heißt, dass dieses Hormon für die Person nicht mehr im Körper in dem richtigen Pegel vorhanden ist und dass wir das jetzt quasi von außen brauchen. Das heißt, Insulin reguliert unseren Blutzuckerspiegel. Ganz interessant. Und ihr seht, ich möchte euch jetzt nur einen Überblick geben. Ihr seht, wie viel in unserem Körper von Hormonen gesteuert wird. Also es ist wirklich ganz zentral, dass wir diese Hormonbalance so gut wie möglich in den Griff bekommen. Und als letzten Punkt hier wollte ich noch erwähnen, was für dramatische Effekte Hormone haben können auf unseren Körper und unser Leben. Zum Beispiel, jeder, der schon mal die Pille genommen hat, weiß, dass die Pille Schwangerschaften verhindert. Und die Pille macht das über Hormone und eine Veränderung in unserem Hormonsystem. Das heißt, das ist natürlich ein dramatischer Effekt, dass ein Hormon, der auf unseren Körper hat. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn wir so dramatische Effekte mit Hormonen erzielen können, was könnte dann quasi ein milderes Ungleichgewicht verursachen? Ja, ganz interessant. Das heißt, viele, viele Dinge hängen an diesem Thema mit dran. Jetzt muss ich noch kurz das limbische System erwähnen, weil das auch Teil von unserem Hormonsystem ist und das ist ein Teil unseres Gehirns. Und das ist der Sitz unserer Sympathie und unserer Abneigung, unserer Motivation, unserer Stimmung, unserer Erinnerung, unseres Sexualverhaltens, unserer Kreativität und die Regulierung des vegetativen Nervensystems, also sowas wie Atmung, Verdauung und Herzschlag. Wow, oder? Ich meine, viel zentraler geht es eigentlich nicht. Und jetzt der coole Punkt, und das ist dann quasi so unsere Überleitung in das Thema ätherische Öle. Man sieht hier, wo dieser rote Pfeil ist. Falls ihr auf dem Handy zuguckt, ist es vielleicht zu klein, aber das deutet auf einen Teil des limbischen Systems hin. Und dieser Teil heißt Riechkolben.
Ja, das heißt, wenn ihr euch vorstellt, das ist hier so eine Abbildung von der Seite, da ist das limbische System. Und dann geht ein Teil vom limbischen System hier vorne hin zu unserer Nase, das nennt sich Riechkolben. Und dieser Teil des limbischen Systems ist direkt verbunden mit unserem Geruchssinn. Und deshalb lösen Duftreize im limbischen System die Ausschüttung von bestimmten Stoffen aus. Das nennt sich neurochemische Stoffe. Das sind quasi diese Botenstoffe. Und manche Düfte durch die ätherischen Öle können quasi so eine Kette der Ausschüttung in Gang setzen. Das heißt, mit bestimmten Ölen können wir zum Beispiel Endorphine ausschütten. Wir haben jetzt vorhin von Endorphinen gesprochen, wie die unsere Stimmung regulieren. Und wir können direkt dieses limbische System und dadurch auch unser Hormonsystem beeinflussen. Ganz, ganz, ganz kraftvoll. Und vor allem auch sehr, ich finde, das gibt Anlass zur Hoffnung. Ja? Hormonprobleme können für viele Menschen wirklich das Leben so ein bisschen ruinieren. Ob das jetzt das Thema Unfruchtbarkeit ist oder das Thema Gewichtsprobleme oder Schlafprobleme oder Probleme mit der Energie oder dem Stoffwechsel, das geht ja immer, immer weiter. Und es gibt uns so viel Hoffnung, dass wir hier sehen, dass ätherische Öle wirklich ganz gezielt dieses System beeinflussen. So, die erste Frage wäre aber doch dann, wenn wir so ein Wahnsinnssystem in unserem Körper haben, was bringt uns denn überhaupt aus dem Gleichgewicht? Was bringt uns denn überhaupt in die Probleme mit den Hormonen? Und da haben wir verschiedene Punkte. Und ich lade euch dazu ein, mal kurz zu schauen, was denn für euch spezifisch ein Punkt oder zwei Punkte sein könnte, der euch aus dem Gleichgewicht bringt. Und ich lade euch auch dazu ein, das in die Chatbox zu schreiben oder es euch selber wenigstens aufzuschreiben, ja, dass ihr euch das so richtig nach vorne holt, dass ihr dann auch daran arbeiten könnt. Also, erster Punkt ist Stress. Ich glaube, wir haben alle Stress, vor allem momentan in diesen wirklich turbulenten Zeiten auf dieser Erde. Und das kann physischer Stress sein, das heißt, vielleicht hat man einfach nur zu viel Sport gemacht oder zu hart gearbeitet. Es kann mentaler Stress sein, einfach zu viel Belastung, zu viel im Kopf. Man kennt das, diese innere To-Do-List, die nie aufhört. Es kann emotionaler Stress sein, ja? Trauer, Schmerz, vielleicht das Ende einer Beziehung. Vielleicht eine schwierige Situation einfach allgemein in deinem Leben. Und Stress kann uns komplett aus dem Gleichgewicht werfen. Der nächste Punkt wäre Nährstoffdefizit. Und das haben auch die meisten Menschen heutzutage, es sei denn, man hat wirklich eine ganz tolle, fast nahezu perfekte Ernährung. Man isst. Ein Hall hier. Hey Patti, schön, dass du da bist. Ich schalte dich nur gerade auf Mute. Danke dir. Falls du jetzt jeden Tag deine 4 Stück Obst und deine 5 Stück Gemüse und dann vielleicht doch einen Saft und noch irgendwelche Zusatzpräparate nimmst, dann hast du wahrscheinlich nicht das Problem. Aber die meisten Menschen essen so lala, vielleicht so halb gesund, ja, aber auch so noch ein bisschen Zucker und noch ein bisschen viel Brot und vielleicht auch viel Milchprodukte und Fleisch und so. Und das nächste Problem ist, dass unsere Erde mittlerweile nicht mehr die Nährstoffe hat, die sie mal vor 100, 200, 300 Jahren hatte. Ja, wir wissen, dass unser Boden überbewirtschaftet ist und dass dadurch unser Essen viel weniger Nährstoffe hat, sowas wie Zink und Magnesium und Eisen. All diese Dinge holt sich das Obst und das Gemüse und das Getreide eigentlich aus dem Boden. Aber wenn es im Boden nicht vorhanden ist, dann können wir es natürlich auch nicht über die Nahrung aufnehmen. Und wenn der Körper diese Nährstoffe nicht hat, dann kann er auch keine Hormone daraus basteln. Ja, das ist quasi wie das Rohmaterial. Nächster Punkt, Riesenthema, vor allem für uns Mamas, ist der Schlafmangel. Das war für mich so ein Riesenthema. Beide meine Kinder waren irgendwie Schlafmuffel und waren oft wach und wollten auch ganz viel stillen, dass ich wirklich bei jedem Kind mindestens ein Jahr, vielleicht sogar anderthalb Jahre, extremen Schlafmangel hatte. Und das hat bei meinem zweiten Kind auch zu Hormonproblemen geführt. Ich habe das richtig gemerkt, so 3, 4, 5 Monate nachdem Eon auf die Welt kam, war ich fix und fertig. Meine Schilddrüse hat nicht mehr mitgespielt. Ich habe wirklich gemerkt, mein komplettes hormonelles System war einfach auf den Kopf gestellt.
Und das kann aber auch natürlich sein, wenn man keine Kinder hat, dass man einfach zu spät ins Bett geht oder zu wenig schläft oder dass man nicht tief genug schläft, ja? Dass man einfach nicht so wirklich in diesen Tiefschlaf kommt. Der nächste Punkt sind Giftstoffe aus der Luft, aus dem Essen oder in Kosmetika. Wir sind mittlerweile bombardiert von Giftstoffen und diese Giftstoffe können unser Hormonsystem quasi unterbrechen. Und natürlich auch ganz zentral bei uns Frauen, entweder Schwangerschaft, Stillzeit oder Wechseljahre. Das sind alles Punkte, alles ja, kritische Punkte in unserem Leben, wo sich unser komplettes Hormonsystem verändert. Wenn wir quasi das erste Mal schwanger werden, muss der Körper komplett sich neu orientieren, um dieses Baby auf die Welt zu bringen. Dann, wenn man in der Stillzeit ist, muss der Körper sich nochmal komplett neu orientieren, um stillen zu können. Und dann, wenn man in die Wechseljahre kommt, ist natürlich nochmal komplette Umorganisation. Und all diese drei Dinge, damit haben Männer nie was zu tun. Das heißt, die haben natürlich ein komplett anderes Hormonsystem. Und bei uns Frauen ist es wirklich ein System, was sich komplett verändert, je nachdem, in welchem Teil unseres Lebens wir stecken. Und dann letzter Punkt, Umweltverschmutzung, freie Radikale und EMF. Und EMF steht für Electromagnetic Frequency. Das sind Frequenzen, die wir vom Handy, vom Computer, von großen Maschinen abbekommen. Und die haben leider auch einen ganz schlechten Effekt auf unseren Körper. Also falls ihr viel Zeit, so wie ich, am Computer verbringt, dann ist das mit Sicherheit auch ein Belastungsfaktor. Also, das sind die Belastungen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das Ganze denn wieder ins Gleichgewicht bringen? Wie können wir uns unterstützen? Und ich glaube, die meisten, die hier heute live dabei sind, ihr kennt euch eh schon aus mit Ölen. Aber für vielleicht ein, zwei, die noch ganz neu sind, als Erinnerung, Öle, ätherische Öle sind pure Pflanzenextrakte. Und die beeinflussen unser Körpersystem und dessen Reaktionen, wie zum Beispiel die Herzrate und die Heilungszeit. Und Öle tun das, indem sie mit unserer Zellmembran interagieren und, wie ich vorhin gesagt habe, als Botenstoffe aktiv werden. Das heißt, wie Hormone auch, sind auch Öle in unserem Körper Botenstoffe. Ganz, ganz, ganz toll, dass wir uns quasi Botenstoffe auswählen können. Und natürlich haben verschiedene Öle verschiedene Effekte. Und es gibt ein Öl für jeden Fall und für jedes Problemchen. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen spezifischer auf die Arten und Weisen ein, wie uns doTERRAs Produkte und spezifische Öle unterstützen können. Aber bevor ich von Ölen spreche, muss ich mit dem Lifelong Vitality Pack anfangen. Warum? Weil wir haben ja vorhin gesagt, ein Riesenteil von der Hormonbalance ist, dass wir genug Nährstoffe zur Verfügung haben im Körper. Und wenn du eine super Ernährung hast und wirklich voll auf dich acht gibst, dann ist das vielleicht nicht so Thema für dich. Aber vor allem, wenn du mehr Stress hast oder wenn du gestillt hast oder wenn du ja unter einer großen Belastung bist, dann wäre das auf jeden Fall interessant. Das Lifelong Vitality Pack ist doTERRAs Number One Produkt. Das heißt, die verkaufen mehr Lifelong Vitality Packs als irgendein Öl, was sehr interessant ist. Und was das beinhaltet, das sind drei verschiedene Präparate. Und in diesen drei verschiedenen Präparaten hast du alle Vitamine, alle Mineralien, alle Spurenelemente, alle essentielle Fettsäuren und alle Antioxidantien, die der Körper so braucht. Und das Tolle ist, dass das Mikronährstoffe sind. Viele Nahrungsergänzungsmittel sind synthetisch hergestellt. Das heißt, die kann der Körper nicht aufnehmen. Und es hat vielleicht die ein oder andere auch schon mal erlebt. Ich habe das auf jeden Fall bei mir erlebt. Vor allem mit einem Schwangerschaftspräparat, was ich nehmen wollte, um mir zu helfen in der Schwangerschaft. Und ich habe angefangen, das zu nehmen. Und von jetzt auf eben hatte ich plötzlich fluorogelben Urin. Und habe gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los? Und das hat mir aber gezeigt, dass mein Körper, was ich nehme, überhaupt nicht aufnehmen kann, dass es einfach nur schwupp durchgeht und ausgeschwemmt wird. Und das ist bei ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln der Fall. Nicht beim Lifelong Vitality Pack, weil es natürlich hergestellt ist. Da sind so Sachen drin wie Petersilienpuder und Löwenzahnpuder und so weiter und so fort. Das heißt, das sind natürliche Wirkstoffe. Unser Körper kann das aufnehmen wie ein Nährstoff aus dem Essen. So, und jetzt geht's
ans Eingemachte. Jetzt müsst ihr bitte alle kurz mal einen offenen Geist behalten. Ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren, über einen Bekannten, der ganz viel Heilfasten macht und so Retreats anbietet, etwas kennengelernt, das nennt sich Food Signature. Also quasi so wie das Zeichen des Essens. Und ihr kennt es bestimmt, dass man sagt, ja, Karotten sind gut für die Augen. Und wenn man eine Karotte durchschneidet, dann sieht das Ganze ja echt aus wie ein Auge, ja, wie eine Iris. Dann hat man bestimmt auch schon mal gehört, Walnüsse sind gut fürs Gehirn. Und man guckt sich die Nuss an und es sieht aus wie ein Gehirn. Dann weiß man, Tomaten oder Paprika sind gut fürs Herz. Und man schneidet das Ganze auf und eine Tomate hat 4 Kammern. Ja, das Ganze ist knallrot. Sieht also auch aus wie ein Herz. Jetzt ist die Frage, nach was sieht denn eine Blume aus? Und das ist eine sehr persönliche Frage. Und manche würden sagen, dass eine Blume Ähnlichkeit hat mit unserem weiblichen Geschlechtsorgan. Und man kennt das auch. Hier in Bayern sagt man sogar das Rösle. So im Scherz. Ja, das heißt, diese Falten, die man in einer Blume sieht, die sieht man auch bei uns, an unserem weiblichen Geschlechtsorgan. Das heißt, eine der Theorien da draußen ist, dass Blumen uns zeigen durch ihre Form, dass sie gut sind für unser weibliches System. Und das Interessante ist, dass man jetzt aus der Wissenschaft weiß, dass Blumenöle unser weibliches Hormonsystem ganz gezielt unterstützen. Ja? Und lustigerweise werden wir heute auch hauptsächlich über Blumenöle sprechen, weil das sind die Öle, die wir nutzen, um das weibliche Hormonsystem auszugleichen. Wir fangen an mit 2 ganz tollen Ölen, 2 Einzelöle, die genial sind für unsere Hormone, aber auch genial sind für unsere Stimmung. Wir fangen an mit Rose. Rose ist in dem Sinne die Königin der Öle. Unglaublich kostbar, unglaublich kraftvoll. Ganz toll für unsere Stimmung, also hebt die Stimmung an, beruhigt aber gleichzeitig. Und Rose ist auch ein tolles Öl fürs Herz. Also eine meiner liebsten Arten und Weisen der Anwendung ist, wenn ich mich aufgewühlt fühle, wenn ich das Gefühl habe, mein Herz tut weh oder ich komme gerade mit irgendeiner Situation nicht klar, dann rolle ich mir Rose übers Herz und massiere das ein. Rose ist auch ganz toll für unsere Haut. Ja, das heißt, wir können das auf die Gesichtshaut auftragen. Es hilft bei Regelschmerzen und es ist toll als natürliches Parfum. Das Problem mit normalen, konventionellen Parfums ist, dass die voller Giftstoffe sind und unser Hormonsystem unterbrechen. Und deshalb müssen wir eigentlich gezielt schauen, mit welchen natürlichen Ölen können wir denn unser Parfum ersetzen, weil meiner Meinung nach gehört normales Parfum in den Müll, weil es leider voll ist von Giftstoffen. Ich trage Rose gerne auf den Bauch auf oder aufs Gesicht oder in den Nacken oder auf die Pulspunkte. Dann das nächste Öl ist Magnolie. Und Magnolie ist total faszinierend. Interessante Hintergrundstory zu Magnolie. Den Magnolienbaum gibt es angeblich länger, als es Bienen gibt. Das muss man sich vorstellen. Interessant. Eigentlich braucht ja ein Baum für die Fortpflanzung Bienen oder andere Tiere, die sie von Baum zu Baum tragen. Aber die Magnolie gibt es schon, bevor es Bienen gibt. Und angeblich wurde sie von Käfern bestäubt. Sehr interessant. Und noch ein interessanter Fakt ist, dass die Magnolie in der Nacht geerntet werden muss, weil dann der Geruch und das Öl am intensivsten ist. Das Tolle an Magnolie ist, dass es genial ist für unseren Schlaf. Also alle Frauen, die Probleme haben beim Einschlafen, ich kann euch Magnolie nur sehr ans Herz legen und auch bei Kindern. Das Öl gibt es bei doTERRA erst seit circa 2 Jahren und ich habe von Anfang an, sobald es rausgekommen ist, das Öl bei meinem Sohn für den Schlaf verwendet und das war wirklich genial. Ich habe es ihm immer auf den Nacken aufgetragen und einmal dran riechen lassen und er ist so viel leichter eingeschlafen, was wirklich toll war, weil wie gesagt, beide meine Kinder hatten immer Probleme mit dem Schlaf. Glücklicherweise nicht mehr mittlerweile.
Das nächste ist ganz toll, ist Magnolie bei Erschöpfung. Es unterstützt unsere Nieren und die Adrenalinproduktion. Und jeder, der nicht genau weiß, wo die Nieren sind, ich zeige es hier einmal kurz auf. Hier rechts, links von der Wirbelsäule über der Hüfte. Da ist so eine Delle bei uns Frauen. Ihr könnt mal die Hand da hinlegen und nachspüren. Da sitzen unsere Nieren. Und das ist ein ganz toller Punkt, um Magnolie aufzutragen. Vor allem, wenn ihr erschöpft seid, wenn ihr das Gefühl habt, ich kann nicht mehr, es ist alles zu viel, ich brauche eine Pause. Magnolie über die Nieren. Und das hilft, diesen Adrenalinpegel auszubalancieren. Ganz, ganz, ganz tolles Öl. Auch super als natürliches Parfum, wenn man den Geruch mag. Und wie gesagt, entweder auf die Nieren auftragen oder auf die Schläfen, zum Schlafen auf die Schläfen oder in den Nacken oder auf die Pulspunkte. Und das Tolle ist bei diesen beiden Ölen, dass die schon vorgemischt sind mit Triggeröl. Das heißt, die kannst du direkt aufrollen. Macht das Ganze sehr easy. So, noch zwei tolle Hormonhelfer. Clarikam links und Whisper rechts. Wir fangen an mit Clarikam. Clarikam ist ein Megaöl, um unseren Zyklus auszubalancieren. Also, egal ob du jetzt einen kurzen Zyklus hast und das Gefühl hast, deine Periode kommt immer zu früh, oder ob du einen ganz langen Zyklus hast und das Gefühl, du wartest Ewigkeiten auf deine Tage, dieses Öl hilft, den Zyklus ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, das heißt, falls ihr ein Problem habt mit eurem Zyklus, würde ich dieses Öl anfangen, täglich zu nutzen. Es hilft auch bei Regelschmerzen. Ich finde es köstlich als Parfum. Manche Leute mögen den Geruch nicht. Ich finde es total genial. Und ich trage es gerne auf den Bauch auf. Ja, ich fange meistens mit dem Clary Calm an in der Woche vor meiner Periode. Wenn ich merke, ich rutsche ins prämenstruelle Syndrom ab und bin reizbar und wütend und habe eine ganz kurze Lunte, dann merke ich, okay, ich brauche Clarikam. Es ist ein geniales Öl, um einfach die Wogen zu glätten, um sich zu beruhigen, um wieder zu sich zu finden. Und dann benutze ich das Ganze, wie gesagt, von einer Woche vor meiner Periode ungefähr und dann durch meine Periode hindurch. Und dann nutze ich es nicht mehr. Aber das ist meine persönliche Art und Weise. Wie gesagt, falls ein Problem mit dem Zyklus ist, würde ich es täglich nutzen, mehrmals täglich. Und dann das nächste Öl ist Whisper. Whisper ist das Öl der Weiblichkeit. Also ganz toll für alle Frauen, die ein Problem haben mit ihrer Weiblichkeit. Warum auch immer. Vielleicht hattest du schon immer das Gefühl, dass du vielleicht gar nicht Frau sein möchtest, dass du lieber ein Mann wärst oder dass du das Gefühl hast, Frau sein ist schwierig oder es ist ein, ja, eine Belastung. Da gibt es ja viele, viele Themen, ja, psychisch und emotional, die wir mit der Weiblichkeit haben können. Und falls da ein Thema für dich ist mit der Weiblichkeit, würde ich auf jeden Fall Whisper nutzen. Es ist auch ein ganz tolles Öl, wenn du das Gefühl hast, du kannst deine Wahrheit nicht aussprechen. Da kannst du Whisper über deiner Kehle auftragen, über dem Kehlenchakra. Und gleichzeitig ist das ja auch unsere Schilddrüse. Und interessanterweise hat das Thema unsere Wahrheit sprechen können und Schilddrüsenprobleme oft was miteinander zu tun. Das war bei mir auf jeden Fall auch persönlich der Fall. Und meiner Meinung nach müssen wir körperliche Probleme auch immer gleichzeitig emotional und energetisch angehen, weil das Ganze hängt zusammen. Es ist nie in Anführungszeichen nur der Körper. Da hängt irgendwie ein emotionaler, ein energetischer Rattenschwanz dran. Und das Tolle ist, dass die Öle auch auf dieser Ebene ja für uns arbeiten. Nicht nur im körperlichen, sondern eben auch im emotionalen und energetischen. Ich finde Whisper ein ganz tolles, natürliches Parfum. Es riecht unglaublich warm und weich und angenehm. Und es unterstützt unser Hormonsystem. Also das wäre ein super Parfum, um quasi einfach diese angenehmen Effekte auch gleichzeitig zu haben und wirklich mit deiner Weiblichkeit ins Reine zu kommen. Oder es noch zu unterstreichen, falls das für dich kein Thema ist. So, hier haben wir noch vier andere Öle, die ich genial finde für entweder aromatisches Einkleiden oder das Diffundieren oder unter die Füße oder als Parfum. Falls hier irgendjemand nicht weiß, was das aromatische Einkleiden ist, dann bitte kurz in die Chatbox packen. Sonst würde ich es nicht nochmal erklären. Patti sagt, ich liebe Whisper, es riecht so gut. Ja, ich finde es auch total genial.
köstlich. Also ich glaube, alle wissen, was das aromatische Einkleiden ist. Wie gesagt, falls nicht, schreibt es in die Chatbox. Das Tolle ist bei den vier Ölen, dass die alle unser Hormonsystem ausgleichen. Und ich werde nur so ein, zwei Stichpunkte zu jedem Öl geben. Natürlich hat jedes Öl nochmal viel mehr Anwendungsweisen als das, was ich jetzt hier erzähle. Geranie ist das Öl der Liebe und des Vertrauens. Und das ist für viele von uns ein Problem. Ja, viele von uns haben ein Problem zu vertrauen. Wir haben das Gefühl, wir können entweder dem Leben oder anderen Personen oder uns selbst nicht vertrauen. Und falls das für dich ein Problem ist, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf deine Fähigkeit, dich hinzugeben und dich fallen zu lassen, was ja ein Teil des Frauseins ist. Nicht immer, natürlich, aber ein Teil davon. Und falls du das schwer findest, loszulassen, dich hinzugeben, dich fallen zu lassen, dich halten zu lassen, dann ist Geranie total toll. Und dann würde ich das an deiner Stelle öfter verwenden. Und dann hat das Ganze natürlich noch körperliche Effekte aufs Hormonsystem. Es ist aber auch ein ganz tolles Öl, gerade jetzt im Sommer vielleicht interessant, um Zecken abzuwehren. Ja, also ich mache das oft so, bevor ich wandern gehe. Nehme ich Geranie in meinem aromatischen Einkleiden und ich schmiere es auch auf meine Kinder, wenn ich weiß, die sind draußen unterwegs, um eben die Zecken fernzuhalten. Das nächste Öl ist Clary Sage. Clary Sage ist ein geniales Öl für die Wechseljahre. Das wurde jetzt vorhin angesprochen als eine der Fragen, eine der Themen. Clary Sage ist total genial, um dem Körper zu helfen, diesen sich verändernden Östrogenspiegel in den Griff zu bekommen. Ganz tolles Öl eben bei Hitzewallungen, bei Stimmungsschwankungen, bei diesem Gefühl von, ja, ich kann nicht atmen, das ist ja auch manchmal Teil der Wechseljahre. Da ist Clary Sage total genial. Und es ist auch toll für Schwangere, die das Gefühl haben, okay, jetzt reicht's, jetzt war ich 40 Wochen schwanger, jetzt darf das Baby kommen. Das ist ein tolles Öl, um die Geburt so ein bisschen in den Gang zu bringen. Und auch hilfreich, um die Milchproduktion so ein bisschen anzuregen. Und toll auch bei Regelbeschwerden. Da ist Clary Sage auch ganz toll. Und deshalb heißt Clary Calm auch Clary Calm, weil es ganz viel Clary Sage mit drin hat. Übrigens auch Geranie und Lavendel. Ja? Also diese ganzen Öle sind auch schon in dieser Mischung, aber wir können die natürlich auch einzeln nutzen. Lavendel ist super zum Beruhigen, zum Öffnen, zum sich fallen lassen, ganz toll für den Schlaf, auch ganz toll für das Thema der Kommunikation. Ich habe es vorhin kurz angesprochen mit Whisper. Für viele Frauen ist es ein Problem, sich auszudrücken, die eigene Wahrheit zu sagen. Und es ist ja auch kein Wunder, ja. Wir haben eine Geschichte der Hexenverbrennung, der Unterdrückung bis vor, was weiß ich, 150 Jahren durften wir überhaupt nicht studieren, ja. Also das ist ja alles noch, hängt ja alles noch mit drin in dem Thema Frau sein, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir werden nicht gehört, ja. Und da ist Lavendel auch ganz toll, weil es energetisch das Öl ist der Kommunikation. Also auch entweder aromatisch einkleiden oder diffundieren oder unter die Füße. Und das letzte Öl in dieser Reihe ist Ylang-Ylang. Und Ylang-Ylang ist energetisch das Öl des inneren Kindes. Ja? Das ist quasi ein Öl, was uns dabei hilft, ein bisschen verspielter zu sein, ein bisschen kindlicher zu sein, in dem Sinne auch ein bisschen offener zu sein. Es ist toll für die Kreativität und es ist ganz toll für die Libido. Also falls ihr das Gefühl habt, irgendwie, da geht nichts, ihr habt überhaupt null Lust auf Intimität, da ist Ylang-Ylang super, um sich ein bisschen zu öffnen, um in das Spielerische reinzukommen, um sich fallen zu lassen. Ganz toll, entweder in den Diffusor oder eben auch im aromatischen Einkleiden. Und man kann das ja auch gezielt nutzen, wenn man das Gefühl hat, hey, es wäre schön, wieder ein bisschen Intimität zu erleben mit meinem Partner, aber irgendwie habe ich nicht so richtig Lust. Kann man ja gezielt quasi sagen, okay, dann mache ich halt heute mal aromatisches Einkleiden mit Ylang-Ylang und schau, was das für mich tut. Ja? Also die vier Öle sind super, einfach ein bisschen mehr in den Alltag mit einzubinden. So, dann haben wir hier noch zwei ganz tolle Nahrungsergänzungspräparate,
die viele nicht kennen und die ich persönlich auch noch nicht selber probiert habe, aber ich habe sie mir jetzt bestellt, weil ich sehr, sehr, sehr gute Erfahrungsberichte gehört habe. Das eine ist der Bone Nutrient Complex, ja, also quasi die Knochennährstoffe. Und das andere ist der Phytoöstrogen Komplex. Und ich erkläre die beiden so ein bisschen. Der Bone Nutrient Complex ist super interessant für alle Frauen, die entweder sowieso schon ein Thema haben mit Knochen, entweder Knochenschwäche oder Knochenbruch oder eben ab den Wechseljahren. Wenn wir wissen, dass dieser Östrogenspiegel runtergeht und dadurch oft die Knochen poröser werden. Ja, also Östrogen hat ganz viel mit der Stärke unserer Knochen zu tun und der Grund, warum Frauen oft öfter ein Problem haben mit Osteoporose, ist, weil dieser Östrogenspiegel so runtergeht, so abrupt. Und da ist es natürlich schlau, zuzufüttern, ja, den Knochen mehr Nährstoffe zu geben. Das heißt, das ist, worauf dieser Bone Nutrient Complex ausgelegt ist. Das heißt aber nicht, dass man den nur nehmen darf ab den Wechseljahren. Wie gesagt, wenn vorher schon ein Bedarf ist, die Knochen zu stärken, dann kann man den auch vorher nehmen ohne Probleme. Und bei mir ist es so, ich hatte mehrere Knochenbrüche, als ich jünger war. Und da hat mir ein Arzt mal gesagt, ja, das hat nichts mit Unglück zu tun, das hat was damit zu tun, dass die Knochen vielleicht nicht ganz so fest sind, wie sie sein sollten. Das heißt, deshalb habe ich mir das jetzt bestellt. Und dann der Phytoöstrogenkomplex, das ist auch ein ganz interessantes Präparat. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen eingelesen. Wie gesagt, ich habe es selber noch nicht genommen, aber mir jetzt bestellt. Aus zwei Gründen. Zum einen gibt es in unserem Körper ja Östrogen, das Normale. Und dann zum anderen gibt es in unserem Körper etwas, das nennt sich Xenoöstrogen. Das ist quasi wie so ein Fake-Östrogen, was aber auch an unsere Östrogenrezeptoren andocken kann. Und leider macht dieses falsche Östrogen dann die Rezeptor. Den Rezeptor zu. Das heißt, das normale Östrogen kann nicht andocken. Das heißt, selbst wenn genug Östrogen im Körper vorhanden ist, macht dieses Fake-Östrogen den Rezeptor zu. Wo kommt sowas her? Aus Umweltverschmutzung, aus Plastik, aus Kosmetika. Da kommt sowas her, dieses Xenoöstrogen. Das Tolle ist, dieser Phytoöstrogenkomplex, der geht quasi in den Körper und frisst dieses Xenoöstrogen, das falsche Östrogen, auf. Ja, das heißt, der geht quasi rein und macht sauber. Total cool. Das heißt, falls ihr ein Hormonproblem habt, was schon länger besteht, was ihr nicht in den Griff bekommt, wo ihr das Gefühl habt, ey, was ist denn los? Ich habe doch schon alles probiert, ich esse doch schon besser, ich mache doch schon weniger Zucker, ich rauche schon nicht mehr, ich trinke weniger Alkohol. All diese Dinge, die wir ja zuerst machen müssen, was unseren Lebensstil angeht. Und falls ihr aber das Gefühl habt, ich komm trotzdem nicht in die Gänge. Ein ganz toller Erfahrungsbericht von diesem Phytoöstrogenkomplex ist von einer anderen Lady, die doTERRA macht, schon länger, auch sehr erfolgreich als Business. Und die hat das angefangen zu nehmen, als sie schwanger werden wollte und nicht schwanger werden konnte. Und ihr sogar der Arzt gesagt hat, nee, das wird nichts mehr, du kriegst keine Kinder. Und sie hat angefangen, dieses Phytoöstrogen zu nehmen. Und innerhalb von wenigen Monaten, in Kombination mit diesen anderen Ölen, die wir angesprochen haben, war sie schwanger. Und mittlerweile hat sie zwei Kinder. Also super coole Story. Ich persönlich möchte dieses Phytoöstrogen jetzt nehmen, weil ich jahrelang die Pille genommen habe. Und die Pille, leider Gottes, hinterlässt viele Giftstoffe in unserem Körper und hinterlässt viele Hormone in unserem Körper, die unser Körper nicht braucht. Und deshalb werde ich das jetzt nehmen, um quasi dieses Xenoöstrogen auffressen zu lassen. Spannend, oder? Das hat mich heute sehr geflasht, habe ich stundenlang mich mit beschäftigt. So. Genau, vielleicht auch so bei Langzeithormongeschichten wie Schilddrüsenproblem oder Endometriose oder Erschöpfungszuständen, die nicht weggehen. Ja? Das wäre vielleicht auch interessant. Hier, meine Lieben, habe ich euch mal mein ultimatives Periodenprotokoll aufgeschrieben. Das habe ich so durchs Experimentieren für mich selber irgendwie erarbeitet und es ist der absolute Knaller. Es funktioniert jedes Mal. Ich habe mittlerweile null Probleme und ich hatte wirklich vor
Ja, nachdem ich mein zweites Kind bekommen hat, hatte ich plötzlich wirklich extrem starke Perioden, so dass ich die ersten 2, 3 Tage wirklich komplett fast ruhig gestellt war und nicht viel unternehmen konnte, weil ich einfach fix und fertig war und viel zu viel Blut verloren habe und Schmerzen, also wirklich das volle Programm. Und habe dann angefangen, mit verschiedenen Ölen zu experimentieren. Und das ist das Protokoll, was ich mir erarbeitet habe. Und ich nutze es so, dass ich das nach Bedarf, aber meistens 2 bis 3 Mal täglich die ersten 2, 3 Tage meiner Periode nutze. Und mittlerweile, ich habe das jetzt schon ein paar Monate gemacht, so, ja, circa fast ein Jahr wahrscheinlich. Mittlerweile hat sich meine Periode verkürzt. Anstatt 5, 6, 7 Tage sind es jetzt 3, 4 Tage. Und ich bin mir sicher, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass ich mittlerweile gezielter Öle nutze, die meine Hormone unterstützen. Und ich bin mittlerweile auch gar nicht mehr so fertig und neben der Spur, wie ich mal war. Also, ich mache das so, wie gesagt, 2 bis 3 Mal täglich bei Bedarf. Ich mache mir einen Tropfen Copaiba unter die Zunge. Das verändert meine Empfindung des Schmerzes. Ja, wir wissen, dass Copaiba super ist für Wehwehchen, für unser ja, emotionales System auch. Das heißt, somit fange ich an, ein Tropfen Copaiba unter die Zunge. Dann nehme ich 2 bis 3 Tropfen Spearmint, also grüne Minze, mache mir das in die Hand, mache ein bisschen Trägeröl dazu und reibe es mir über den Bauch. Warum Spearmint? Lustig ist, dass Spearmint den Periodenfluss verringert. Ja? Das heißt, es hilft quasi unseren Körper dabei, effektiver zu sein, diese Periode auszuschwemmen, aber ohne so viel Blut zu verlieren, weil das ist natürlich auch unglaublich anstrengend und wir verlieren in dem Prozess ja jeden Monat auch ganz viele Nährstoffe. Das heißt, 2 bis 3 Tropfen Spearmint auf den Bauch. Falls du sowieso nur ganz leichten Fluss hast, dann brauchst du diesen Schritt vielleicht gar nicht. Ja? Aber falls du das Gefühl hast, wow, ich verliere viel Blut, dann auf jeden Fall Spearmint nutzen. Und dann der dritte Schritt ist jeweils 2 Tropfen Deep Blue und 2 Tropfen Weihrauch, auch in die Hand mit einem Schuss Trägeröl und dann auf den unteren Rücken. Ja? Manche Frauen kriegen ja auch Schmerzen, die so seitlich in die Hüfte und die Beine runterziehen. Falls das für euch das Problem ist, dann auch da runterreiben. Ja? Aber bei mir hilft es mittlerweile meistens so, wenn ich es einfach auf den Rücken gebe. Und zwischen diesen 4 Ölen hat sich wirklich meine Erfahrung meiner Periode so verändert. Ich hatte früher immer so das Gefühl, oh Gott, nein, jetzt kommt irgendwie wieder so diese Zeit, ich habe schon keine Lust. Und das habe ich mittlerweile nicht mehr. Also es ist wirklich ein Riesen-Upgrade für alle, die Probleme in dem Bereich haben. Oder falls ihr Freunde habt, falls ihr Mädels kennt, die da so völlig fertig sind, eine Woche jeden Monat. Ich kenne Frauen, die sich immer frei nehmen müssen, die gar nicht arbeiten gehen können. Ja? Oder nicht zum Sport gehen können und so weiter und so fort. Ihr kennt das. Also, und dann noch eine weitere Mischung, die ist nicht von mir, die gibt es in vielen Büchern zu sehen. Das ist die Schilddrüsenmischung. Und die kann sowohl angewandt werden, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eine überaktive Schilddrüse. Normalerweise zeigt sich eine überaktive Schilddrüse daran, dass man ganz schwer nur Gewicht zunehmen kann, wenn überhaupt, ja? Also Gewichtsverlust, Haarausfall, das Gefühl der Nervosität, das Gefühl des Getriebenseins und noch mehrere Sachen. Also ihr könnt es auch mal googeln. Ja? Gibt es ganz viele verschiedene Symptome quasi. Aber ihr könnt es auch nutzen, wenn ihr das Gefühl habt, die Schilddrüse arbeitet nicht genug. Sie ist ein bisschen zu langsam. Ja? Und da ist es quasi so das umgekehrte Symptombild. Man nimmt leicht Gewicht zu, man fühlt sich so ein bisschen aufgeschwemmt. Ja? Also gerne mal so morgens, das hatte ich, aufgewacht, in den Spiegel geschaut und so dicke, verschwollene Augen und dachte, wow, was ist denn da los? Ja, also das Gefühl, dass das Lymphsystem nicht so gut funktioniert. Eine zu langsame Schilddrüse hat auch oft mit Schlafproblemen zu tun. Man kann nicht einschlafen oder man kann nicht durchschlafen. Man ist total müde, aber man kommt nicht zur Ruhe. Ja, also ein Riesenbild von Symptomen. Aber egal, ob die Schilddrüse überaktiv oder unteraktiv ist, kann man diese Mischung nutzen. Und diesen Roller macht man sich so, man nimmt sich eine leere Rollerflasche und macht jeweils 15 Tropfen Zitronengras, Weihrauch und Myrrhe in diese Rollerflasche und dann
gibt man ein Trägeröl obendrauf, bis es quasi voll ist. Ja, das flüssige Kokosnussöl, macht den Roller zu, schüttelt es ein paar Mal und kann sich das 2-3 Mal pro Tag auf die Schilddrüse aufreiben. Und das einzige Öl, was ich hier vergessen habe, das hätte ich dazu schreiben sollen, ich habe leider kein Foto gefunden, ist Nelke. Ja, das ist das vierte Öl. Nelke kommt auch noch dazu. 15 Tropfen jeweils von Nelke, Myrrhe, Weihrauch und Zitronengras. Und falls ihr eine unteraktive Schilddrüse habt, wie ich sie mal hatte, dann werdet ihr diese Mischung so spüren, weil es voll Energie gibt. Ja, so oft ist quasi eine unteraktive Schilddrüse ein Symptom, ist, dass man total träge ist und nicht in die Gänge kommt. Und das hatte ich eine Zeit lang und habe diese Mischung aufgetragen und es war jedes Mal, wie als hätte ich einen Kaffee getrunken. Also ich habe richtig gemerkt, wow, okay, jetzt sind die Lichter an und ich habe Energie. Also super spannend und eine tolle Mischung. Ich kenne auch ein, zwei Leute, die heute auch auf dem Call sind, die diese Mischung gerne nutzen für sich. So, ihr Lieben, das war die Präsentation. Ich höre jetzt mal auf, den Bildschirm zu teilen und schau mal in die Chatbox. Dunja sagt, Übergang Clary Sage auch in der Pubertät erfolgreich angewendet. Super. Ja, cool. Ist ja auch ein Riesenthema, Pubertät, ne? Und wie unterstützen wir die Mädels in der Pubertät, wenn sich plötzlich die Hormone komplett verändern? Ich kenne auch viele Mamis, die mittlerweile Clary Calm ihren Töchtern in die Handtasche packen, was ich ganz toll finde. Christiane sagt, das ist so genial, danke, dass du das mit uns teilst, ich werde es testen, cool, da meinst du wahrscheinlich das Periodenprotokoll, ja, es ist der Hammer. Und dann Patty sagt, würdest du Spamming auch im Wochenbett empfehlen? Das ist eine gute Frage, Patty, und da müssten wir mal nachforschen. Da bin ich mir nicht sicher. Ich habe es nicht im Wochenbett angewendet, aber was im Wochenbett total toll ist und vor allem für die Nachwehen, ist eine Kombination aus Lavendel und Majoran. Lavendel und Majoran bei Nachwehen. Die sind meistens beim zweiten, dritten, vierten Kind um einiges stärker. Ich hatte beim ersten Kind gar nicht das Problem, dass die Nachwehen wehgetan haben und bei meinem zweiten Kind hatte ich das Gefühl, ich bin gerade noch mal im Kreißsaal, so ungefähr. Und da ist Lavendel und Majoran super. 2-3 Tropfen von jedem verdünnt auf den Bauch auftragen und dann die Wärmflasche drauf. Ja? Ganz toll, weil jedes Mal, wenn du stillst, zieht sich dann die Gebärmutter wieder zusammen und das kann sehr unangenehm sein. Wegen Spearmint bin ich mir nicht sicher, da würde ich noch ein bisschen nachforschen. Christiane sagt, kann das auch Lemon statt Lemongrass sein? Leider nicht. Es muss Lemongrass sein. Da ist die Zitrone doch ein bisschen anders. Das muss Zitronengras sein. Und dann Elvira sagt, super tolle Tipps und ganz super erklärt. Vielen Dank, Elvira, das freut mich. Katrin sagt, wow, bin echt begeistert. Vielen lieben Dank für diese tollen Tipps. Gerne, gerne. Und Franzi sagt, gibt es auch eine Empfehlung von dir für die Geburt als Unterstützung für die Emotionen und Hormone? Super Frage. Da gibt es eigentlich ganz viele. Was ich oft gelesen habe und was ich selber auch als sehr unterstützend empfand, war Balance. Ja? Balance, das Öl der Erdung. Geburt ist ja so ein Riesenerlebnis und es ist ja ganz leicht, ungeerdet zu sein in diesem Prozess. Und da ist Balance super. Balance ist auch ein ganz, ganz tolles Öl, um Neugeborenen zu helfen, wirklich anzukommen. Ja, und wenn man einen Tropfen Balance mit noch ein bisschen extra Trägeröl mischt, dann ist das auch total sanft genug für die neuen Babys. Und das kann helfen, wenn man auch das Gefühl hat, das Baby kommt nicht richtig an oder weint viel oder kommt nicht zur Ruhe. Und halt auch bei den Mamas. Was ich persönlich genutzt habe während der Geburt, ist eine Mischung. Und ich schreibe es mal hier in die Chatbox. Und zwar war die Mischung Basilikum Helichrysum und Pfefferminz. Und da habe ich mir einen Roller gemacht, jeweils 10 Tropfen in den Roller gepackt, mit Trägeröl aufgefüllt und habe das auf meinen unteren Rücken aufgetragen. Und das hat mir sehr geholfen. Und Helichrysum ist auch ganz toll, um die Blutbindung zu unterstützen. Ja? Also
falls man bei der Geburt zu viel blutet, da kann Helichrysum sehr unterstützen. Kann man dann auch auf den unteren Bauch auftragen, nachdem man das Baby bekommen hat. Hilft sehr. Und es ist sogar sanft genug, dass man Helichrysum auf einen Dammriss auftragen kann. Es brennt nicht. Kann man direkt drauf geben. Und hilft sehr, um quasi diesen Dammriss, wenn es quasi nur, in Anführungszeichen, nur ein leichter ist, dann kann es genug sein, dass der nicht quasi festgenäht werden muss. Oder halt zur Unterstützung oder eben auch um es beim Auftragen, bevor man genäht wird. Weil das kann, alle, die das erlebt haben, das ist sehr unangenehm. Ja? Nach dem Kind dann nochmal Schmerz und so. Und das habe ich selber auch genutzt. Helichrysum aufgetragen, bevor quasi ein Stich gesetzt wurde. Das war super. Patti sagt, Weihrauch ist auch ganz toll, um das Baby willkommen zu heißen. Absolut. Und dein Baby kommt ja auch ganz bald. Die Sie gesagt, bei der Schilddrüse geht das auch, wenn jemand keine mehr hat und deswegen Jodtabletten nehmen muss. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, wenn die Schilddrüse weg ist, dann bin ich mir nicht sicher, ob das dann lokal noch hilft. Aber was vielleicht helfen könnte, ist, diese Öle dann zum aromatischen Einkleiden zu nutzen. Ja, weil die anderen Teile des Hormonsystems sind ja noch da. Oder eben vielleicht auch das Clary Calm zu nutzen, um allgemein das Hormonsystem zu unterstützen. Aber falls die Schilddrüse weg ist, weiß ich nicht. Ja. Und da wäre aber vielleicht der Phytoestrogenkomplex interessant, wenn die Schilddrüse nicht da ist. Quasi um Hormone, ja, in dem Sinne von innen zu unterstützen. Ja. Ja, gut, ihr Lieben. Falls ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, jetzt wäre eure letzte Chance. Wir sind genau in unserem eine Stunde Zeitfenster. Anja sagt, welche Empfehlung hast du für hormonell bedingte Kopfschmerzen? Da würde ich Clary Calm nutzen. Und dann für die Kopf, also quasi Clary Calm, um dem Hormonsystem zu helfen, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und dann spezifisch für die Kopfschmerzen würde ich Past Tense nutzen. Das kannst du dir ja auch in den Nacken rollen und auf die Schläfen rollen und am Haaransatz entlang. Und das ist genial bei Kopfschmerzen oder auch Nackenverspannungen. Und die beiden zusammen sollten helfen. Gut. Schön, dass ihr da wart, ihr Lieben. Super, ich bin ganz beeindruckt. 23 Damen, die sich heute Abend die Zeit genommen haben. Freut mich sehr, schön, dass ihr da wart. Und bis bald. Falls ihr das Replay möchtet und nicht in der Gruppe seid, meine Gruppe heißt Projekt Besser Leben auf Facebook. Und die steht auch für alle Menschen offen. Danke, dass ihr da wart. Bis bald. Tschüss. Mach's gut. Danke. Ciao. Tschüss.